Im frühen 20. Jahrhundert herrschen in Europa vor allem Kaiser und Könige. Die Rivalität der Mächte führt in den Ersten Weltkrieg. Der grausame Stellungskampf fordert Millionen von Menschenleben. Im November 1918 begehren Soldaten und Arbeiter auf. Es kommt zur Revolution in Deutschland. Die alte Ordnung bricht zusammen. Die erste Demokratie auf deutschem Boden wird ausgerufen. Von Anfang an wird die Weimarer Republik herausgefordert, auch im Parlament. Von Wirtschaftskrisen profitieren radikale Kräfte, Feinde der Demokratie. 1933 kommt Adolf Hitler an die Macht. Gewalt, Terror und Rassismus bestimmen den Weg in die NS-Diktatur. Deutschland zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Das wilhelminische Zeitalter. Benannt nach ihm, Wilhelm II. Ein deutscher Kaiser, der Weltgeltung anstrebt für sich und sein Reich. Dafür setzt er auf die Seemacht und lässt eine Kriegsflotte erbauen, so schön wie die von England, wie er sagt. Das sorgt nicht nur in Großbritannien für Unmut. Auch dessen Verbündete, Frankreich und Russland, misstrauen der aufstrebenden Großmacht in der Mitte Europas, die mit Österreich-Ungarn bald isoliert dasteht. Im Mai 1913 treffen sich zur Hochzeit der Kaisertochter Victoria die gekrönten Häupter Europas in Berlin. Sie sind fast alle miteinander verwandt. Doch das harmonische Familienbild trügt. Längst arbeiten die Generalstäbe an Aufmarschplänen. Vor allem der Balkan gilt als Pulverfass. Die bosnischen Serben streben nach Unabhängigkeit vom Habsburgerreich Österreich-Ungarn. Ende Juni 1914 erschießt ein serbischer Nationalist das österreichische Thronfolgerpaar. Das ist der Zündfunke. Es ist eine ganze Weltordnung zusammengebrochen. Danach ist in Österreich-Ungarn eine sehr starke Kriegsstimmung gewesen. Man war ja schon satt bis da mit der serbischen Provokation. Für den Tod seines Neffen will der österreichische Kaiser mit den Serben anrechnen. Doch die sind mit Russland verbündet. Kaiser Franz Josef schickt einen Gesandten nach Berlin, um bei seinem deutschen Verbündeten Beistand zu erbitten. Kaiser Wilhelm gibt sich angriffslustig und erklärt für den Kriegsfall seine Unterstützung. Am 29. Juni 1914 eröffnen österreichische Geschütze die Kanonade auf Belgrad. Ist der Krieg noch aufzuhalten? Als auch Russland mobil macht, wendet sich der Kaiser in aller Eile an seinen Cousin, den russischen Zar Nikolaus, um die Katastrophe doch noch abzuwenden. Zu spät. Europa taumelt in den Krieg. Am 1. August 1914 verkündet auch der deutsche Kaiser in seinem Berliner Schloss die Generalmobilmachung. Da uns auf zu den Waffen, jedes Wanken, jedes Zögern, der Verrat am Vaterland. Anfangs herrscht noch Kriegseuphorie. Jeder war begeistert und dachte wohl, das ist so ein Spaziergang, einmal Paris hin und zurück. Ne? Viele junge Männer melden sich freiwillig an die Front. Für uns junge Leute war es die Fortsetzung eines glücklichen Soldatenspieles in vollkommener Unwissenheit über den ernsten Charakter eines echten Krieges, in dem man echt totgeschossen wird. Ein Weltkrieg um die Weltmacht mit 65 Millionen Soldaten. Der erste technisierte Vernichtungskrieg. Er gilt als Urkatastrophe des 20. Jahrhunderts. . 1916, über ein Jahr nach Kriegsbeginn, hat sich der deutsche Angriff in Frankreich festgefahren, in einem verlustreichen Stellungskrieg. Das Gemetzel ist Alltag, der Tod allgegenwärtig.
In dieser Lage schlägt der neue Generalstabschef Erich von Falkenhayn dem Kaiser vor, wieder Bewegung in die Front zu bringen. Er sucht die Entscheidungsschlacht im Westen. Der Kaiser lässt den General gewähren. Bis zu 120 Kilometer tief sind die deutschen Truppen auf Frankreichs Boden vorgedrungen. Doch an der Maas versperren ihnen starke Verteidigungsanlagen den Weg nach Paris. Westlich von Metz sollen die deutschen Truppen nun den Abwehrriegel der Franzosen durchdringen, in der Nähe von Verdun. Am 21. Februar 1916 beginnt die Schlacht mit einem Trommelfeuer. Tausende Artilleriegeschütze aller Kaliber schießen die französischen Bollwerke sturmreif. Die erste Bastion, Fort Douaumont, gilt als uneinnehmbar mit ihren Geschützen, Maschinengewehren und versenkbaren Panzertürmen. Doch sie ist schwach besetzt. Nach 5 Tagen haben die Deutschen sie erobert, unter immensen Verlusten. Im Ergebnis war unsere Verteidigung völlig zerstört. Es waren tausende Granaten, die auf dem Schlachtfeld niedergingen. General Henri-Philippe Pétain soll Frankreich nun retten. Er ist ein erfahrener Stratege und ein geschickter Propagandist. Mut, Mut, wir kriegen sie. Es war klar, was er damit sagen wollte. Verdun halten, koste es, was es wolle. Mut, wir kriegen sie. Sie kommen nicht durch. Um jeden Meter wird erbittert gekämpft. Angriffe, Gegenangriffe. Es gibt keine Sieger, nur Verlierer. Im Anblick dieser Opfer konnte man nicht mehr begeistert sein. Nur noch gehorsam. Und das war man. Verdun nennt man nun Knochenmühle. Soldaten werden zum Material für den Abnutzungskrieg. Auch der Einsatz von Flammenwerfern und Giftgasgranaten bringt nur neues Leid und keinen Durchbruch. Noch bis Dezember 1916 geht das Massensterben weiter. Die Fronten sind unverändert. Doch in der Erde von Verdun bleiben Hunderttausende von Toten zurück. Herbst 1918. 4 Jahre schon dauert der Erste Weltkrieg. Millionen von Soldaten sterben auf den Schlachtfeldern, werden verwundet, verkrüppelt. Für die Deutschen ist die Lage an der Front und in der Heimat hoffnungslos. Einst hatte Kaiser Wilhelm II. Seinem Volk herrliche Zeiten versprochen. Im Oktober 1918, kurz vor Kriegsende, gibt die Leitung der kaiserlichen Flotte auf einmal den Befehl, die letzte große Schlacht zu schlagen. Um der Ehre willen. Die Matrosen wollen sich nicht sinnlos opfern und meutern. Sie verlangen ein Ende des Krieges, die Abdankung des Kaisers und die Entwaffnung der Offiziere. Die Mannschaften, die revolutionär gestimmten, die hatten nur das Schlagwort Licht aus, Messer raus, haut ihn. Und damit meinten sie die Offiziere. Wie ein Flächenbrand breitet sich die Revolution binnen weniger Tage in ganz Deutschland aus. In den meisten größeren Städten übernehmen sogenannte Arbeiter- und Soldatenräte die Macht. Als Vorbild dient die russische Revolution. Am 9. November 1918 erreicht der Aufstand Berlin. Die Reichsregierung fürchtet eine sozialistische Revolution und bittet den Kaiser abzudanken. Doch Wilhelm II. Weigert sich bis zuletzt, auf den Thron zu verzichten.
Auf Druck der Straße verkündet schließlich der Reichskanzler am Mittag des 9. November der Welt eigenmächtig die Abdankung des deutschen Kaisers. Wilhelm II. Verbringt den Rest seines Lebens in Holland im Exil. Der Krieg ist verloren. Die Heimkehr des geschlagenen Heeres ernüchternd. Und da wurden wir Kinder von der Schule aus dann abgestellt, die Soldaten zu empfangen. Das war ganz schlimm, die Soldaten anzusehen. Es waren ja die, die noch laufen konnten, noch in Ordnung waren, nicht? Aber die Gesichter, das waren so erloschene Gesichter, wie Masken. Am 9. November ruft der SPD-Politiker Philipp Scheidemann vom Reichstag in Berlin die Republik aus. Das Alte und Morsche, die Monarchie ist zusammengebrochen. Es lebe das Neue, es lebe die Deutsche Republik. Etwa zwei Stunden später verkündet der Führer des linken Spartakusbundes Karl Liebknecht ebenfalls die Republik. Doch er meint eine sozialistische. Die nächsten Wochen und Monate entscheiden, welche der beiden Staatsformen gelten soll. Es herrschen bürgerkriegsähnliche Zustände. Doch bei den ersten Wahlen stimmt die große Mehrheit der Deutschen für eine parlamentarische Demokratie. Februar 1919. In Weimar, wo einst Goethe und Schiller wirkten, soll nach dem Sturz des Kaisers eine frei gewählte Nationalversammlung der ersten deutschen Republik eine Verfassung geben. Für viele Bürger ist Demokratie noch etwas völlig Neues. Kann ich mich gut erinnern, dass im Verwandtenkreise über eine Frau, Witwe eines Gymnasialprofessors gesprochen wurde, die hatte drei Abgeordnete freiwillig aufgenommen. Da sagte man, wie kann die Dame nur solche Leute bei sich aufnehmen, solche Leute. Die Abgeordneten kommen nach Weimar, weil in Berlin Unruhen herrschen. 1918 ging der Erste Weltkrieg verloren, der Kaiser wurde gestürzt, auch die Kommunisten drängen an die Macht. Im Januar 1919 kommt es zum Aufstand. Er wird blutig niedergeschlagen. An der Wahl zur verfassungsgebenden Nationalversammlung dürfen erstmals auch Frauen teilnehmen. Parteien, die eine parlamentarische Republik wollen, erhalten eine Zweidrittelmehrheit. Die SPD wird zur stärksten Partei. Erster Präsident der Weimarer Republik wird der SPD-Vorsitzende Friedrich Ebert. Aus kleinen Verhältnissen hat sich der ehemalige Handwerksgeselle an die Spitze des Staates emporgearbeitet. Das Wesen unserer Verfassung soll vor allem Freiheit sein. Freiheit für alle Volksgenossen. Aber jede Freiheit, an der mehrere teilnehmen, muss ihre Satzung haben. Nach mehreren Monaten Beratung beschließen die Abgeordneten die sogenannte Weimarer Verfassung. Deutschland wird eine demokratische Republik. Die Regierung ist jetzt nicht mehr dem Kaiser, sondern dem Parlament verantwortlich. Die Staatsgewalt geht vom Volke aus, zum ersten Mal in der deutschen Geschichte. Eine Verfassung, die auch Ideen der gescheiterten Revolution von 1848 und der Paulskirchenversammlung aufgreift. Schwarz-Rot-Gold steht für die freiheitliche Tradition in Deutschland. Es sind nun auch die Farben der Weimarer Republik. Doch der neue Staat hat die Folgen des Krieges zu tragen. Im Versailler Vertrag diktieren die Siegermächte ihre Bedingungen. Deutschland wird zum Hauptkriegsschuldigen erklärt, verliert ein Siebtel seines Gebietes und muss Kriegsentschädigung zahlen. Jeder sagte, der Schandvertrag von Versailles, ohne natürlich die so und so wie 100 Paragraphen gelesen zu haben. Die Einmütigkeit gegen den Versailler Vertrag war groß. Der Protest richtet sich auch gegen die Republik. Angeblich seien Demokraten und Sozialisten der siegreichen Truppe in den Rücken gefallen.
die sogenannte Dolchstoßlegende. Eine Lüge, die Wirkung zeigt. Bereits bei den ersten Wahlen zum Reichstag im Juni 1920 verlieren die tragenden Parteien der Weimarer Republik ihre Mehrheit. Sozialdemokraten, Katholische Zentrumspartei und Linksliberale. Sie werden sie nie wieder zurückgewinnen. Von Anfang an hat die junge Demokratie auch im Parlament entschiedene Gegner. Im Frühjahr 1919 treffen sich die Siegermächte des Ersten Weltkrieges in Versailles bei Paris, um über einen Friedensvertrag zu verhandeln. Nach 4 Jahren Krieg wollen sie über die Zukunft Europas entscheiden und über das besiegte Deutschland. Die Sieger erwarten eine Wiedergutmachung. Nie wieder soll von deutschem Boden ein Krieg ausgehen können. Das fordert vor allem der französische Ministerpräsident Clemenceau. Die Deutschen hatten den Krieg gewollt. Sie wurden besiegt und mussten dafür zahlen. So ist das nun einmal. Und sie haben gezahlt. Wie sagt man so schön? Wehe den Besiegten. Wir wollten Revanche. Und haben sie bekommen. Mehrere Monate tagen die Delegierten in Versailles, dem legendären Schloss des französischen Sonnenkönigs Ludwigs XIV. Die Sieger rufen die Besiegten erst zur Unterzeichnung des Friedensvertrages in den Spiegelsaal. Die Deutschen müssen die Bedingungen akzeptieren. Das Rheinland bleibt durch französische Truppen besetzt. Deutschland muss erheblich abrüsten und finanzielle Wiedergutmachung leisten. Zudem werden Waffen, Rohstoffe und Güterzüge voller Waren abtransportiert. Ein Siebtel des Deutschen Reiches wird abgetrennt. Im Westen Elsass-Lothringen, im Osten Posen, Westpreußen und Teile Schlesiens. Besonders schwer aber wiegt die Zuweisung der alleinigen Kriegsschuld an Deutschland. Das Vertragswerk führt zu wütenden Protesten. Die Bedingungen waren viel weniger hart finanziell gesehen, als die, die Frankreich 1871 von Bismarck auferlegt worden waren. Aber der katastrophale Absatz von Versailles oder der Artikel von Versailles war die Schuldfrage. Dass einem allein die Schuld für den Krieg zugeschrieben wurde. Die große Mehrheit der Deutschen sieht den Vertrag deshalb als Schandfrieden. In der Schule, da waren unsere Geschichtslehrer, die sagten, also ihr und eure Kinder werden darunter noch zu leiden haben. Wenn ihr diese Kriegsschulden alle abzahlen sollt, dann habt ihr bis zu eurem Tode und darüber hinaus Tribut zu zahlen. Jahre später zeigt sich, der wirtschaftliche Aderlass hat Deutschland weniger getroffen als befürchtet. Doch das Gefühl der Erniedrigung bleibt. Selbst bei den Siegermächten gibt es Kritiker des Versailler Friedens, auch in Frankreich. Versailles öffnete die Pforte zum nächsten Krieg. Es war klar, dass die Deutschen diesen Vertrag nicht für alle Ewigkeit akzeptieren. Es war zu befürchten, dass dies böse endet. Sicherheit voreinander galt damals mehr als Frieden miteinander. Deutschland 1923. 4 Jahre nach ihrer Gründung droht der Weimarer Republik der Staatsbankrott. Viele Menschen stehen vor dem Ruin. Noch immer sind die Folgen des Ersten Weltkriegs spürbar. Die Franzosen haben das Ruhrgebiet besetzt, um die Zahlung von Kriegsentschädigungen zu erzwingen. Nun wird dort gestreikt. Die Regierung in Berlin lässt Geld drucken, um die wirtschaftlichen Verluste auszugleichen und Schulden zu bezahlen. Da laufen die Gelddruckmaschinen seit dem August 1914 und die Deutschen bezahlen die Rechnung dafür durch eine Hyperinflation, bei der man am Morgen noch groteske 2 Millionen verdient hat, aber wenn man nachmittags das Brot kauft, sind es 2 Milliarden, die man bezahlen muss.
Binnen kurzer Zeit verlieren Barvermögen, Ersparnisse und Renten ihren Wert. Der Haushalt auf Pump treibt Millionen in die Armut. Und schürt das Misstrauen gegen die Demokratie. Mein Großvater hatte zu Hause so ein dickes Paket mit Banknoten. Die habe ich heute noch. Da gibt es zum Beispiel eine Banknote, da stehen 2 Milliarden Mark drauf. Und man kann sich gar nicht vorstellen, was das für eine Bedeutung für die Bevölkerung hatte. Plötzlich das Angesparte nichts mehr wert zu finden. Demagogen der extremen Rechten und Linken versuchen, aus der Krise Kapital zu schlagen. In Sachsen und Thüringen formieren sich im Oktober 23 sogenannte proletarische Hundertschaften. Ihr Ziel? Eine Revolution nach russischem Vorbild. Reichswehrtruppen schlagen den Aufstand nieder. Es gibt Tote und Verletzte. Auch in Bayern formiert sich Widerstand gegen die Republik, hier auf Seiten der radikalen Rechten. Der Chef einer Splitterpartei will sich an die Spitze der Demokratie-Gegner setzen, Adolf Hitler. Der NS-Agitator ruft am 8. November 1923 in München die nationale Revolution aus. Die Stimmung in dem Saal war also keineswegs begeistert. Sie war eher erschreckt oder man hat nicht gewusst, was wollen denn diese Leute eigentlich. Am nächsten Tag wollen die Putschisten zur Feldherrnhalle in der Münchner Innenstadt marschieren. Bayerische Polizisten eröffnen das Feuer. Hitler wird verhaftet, jedoch nach 9 Monaten Gefängnis wieder freigelassen. Er war ja bereits mehrfach vorbestraft. Und wenn das Gericht nicht so dumm gewesen wäre, und hätte den laufen lassen, dann hätte der mindestens bis 29 oder 30 sitzen müssen, dann wäre es sowieso vorbei gewesen. Mehrere Krisen bedrohen die Weimarer Republik 1923. Reichskanzler Gustav Stresemann bewältigt sie. Mit einer neuen Währung stellt er die Weichen für eine wirtschaftliche Erholung. Mit den Siegermächten des Ersten Weltkriegs sucht er die Verständigung. Er gilt als Retter der jungen Demokratie und schafft in seiner Regierungszeit die Grundlagen für jene Zeit, die man später die goldenen 20er nennt. Hitler, Anfang der 30er Jahre. Sein Wahlkampf ist bis ins Detail organisiert. Es soll wirken, als würde der Kanzlerkandidat über dem Lande schweben. Die Propaganda setzt ihn als Heilsbringer in Szene. Ich hatte oft das Gefühl, dass Deutschland sich aus diesem Krieg, aus dieser Niederlage niemals erholt hat. Hier ist ein krankes Volk. Und dieses kranke Volk findet nun einen Wunderarzt, einen Mann, der sagt, ich mache aus euch ein Volk, das Erfolg hat. Wie ein politischer Wanderprediger mobilisiert er die Ängste und Vorurteile der Massen. Sein Feindbild ist die Demokratie. Wir sind intolerant. Ich habe mir ein Ziel gestellt, nämlich die 30 Parteien aus Deutschland hinauszufegen. Dauerwahlkampf in der Weimarer Republik. Ständige Regierungskrisen spielen radikalen Parteien wie den Nationalsozialisten in die Hände. Sie überrollen das Land mit schrillen Parolen und martialischen Auftritten. Ihre Uniformen scheinen allgegenwärtig. Er ist der Regisseur des Propagandafeldzugs. Hitlers Statthalter in Berlin, Josef Goebbels, setzt auf die Massenwirkung moderner Medien. Auffallen um jeden Preis ist das Motto seines Kampfblatts, das nicht ohne Grund Angriff heißt. Schlagzeilen, Sensationen, der Angriff aus der Zeit, das war ganz entsetzlich, ganz entsetzlich. Also solche Lügen, was die sich erlaubt haben. Aber ein Teil des Volkes hat es geglaubt. Und dadurch gelang es auch Goebbels, einen großen Teil des Kleinbürgertums auf seine Seite zu ziehen. Goebbels hat verstanden, dass er durch Terror die Straße erobern kann.
Zum Arsenal der Nazi-Agitation gehört auch der gezielte Einsatz von Aufmärschen, Saalschlachten und Straßenkämpfen. So will Hitlers Partei sich als Schutztruppe empfehlen gegen einen angeblichen Putsch der Kommunisten. Davor fürchten sich weite Teile des Bürgertums mehr als vor Hitler. Ich denke immer, die Kombination von Terror und Erfolg, die ist eben wirklich unschlagbar. Blendung und Gewalt. Sie werden auch Hitlers weiteren Aufstieg bestimmen. Schlechte Nachrichten am laufenden Band. Zu Beginn der 30er Jahre steckt Deutschland in einer schweren Krise, politisch wie wirtschaftlich. Deutschland war damals ein Land, in dem es über 6 Millionen Arbeitslose gibt. Ein Land, das in seine Regierung kein Vertrauen hat. Eine Regierung, die, ich will mal mich gemäßigt ausdrücken, eine schlampige Regierung war. Für die Demokratie keine gute Reklame. Häufig wechselnde Kabinette, wie hier unter Kanzler Franz von Papen, sind ohne Rückhalt im Parlament. Sie stützen sich auf Verordnungen, die für den Notstand vorgesehen sind, aber die Demokratie aushöhlen. Die Verfassung verhindert nicht, dass ihre Feinde von der Krise zehren. Im Kampf um die häufigen Wahlen setzen sich links- und rechtsextreme Parteien am wirkungsvollsten in Szene, mit starken Sprüchen und offener Gewalt. Viele der verunsicherten Wähler haben wenig Sinn für Demokratie und geben ihre Stimme selbsternannten Heilsbringern. Mit rasantem Zuwachs gewinnen im Reichstag die Gegner der Demokratie die Oberhand. Die Republik-Treue-Fraktion aus Sozialdemokraten, Liberalen und Katholiken wird zur Minderheit. Eingekeilt von rechts durch Nationalsozialisten und Deutschnationale, von links durch Kommunisten. Wir haben gedacht, dass im entscheidenden Augenblick doch noch so viel auf den Parteien der Mitte vorhanden ist, dass sie diese Entwicklung entgegensteuern konnten. Das war eine große illusionäre Täuschung. Da sich das Parlament selbst blockiert, lenkt zunehmend der greise Weltkriegsgeneral Paul von Hindenburg den Staat. Die Verfassung von Weimar gibt dem Reichspräsidenten weitreichende Machtbefugnisse. Die Wahl Hindenburgs haben auch Demokraten unterstützt. Er war gleichsam für die Linke das kleinere Übel. Man sah in dem konservativen alten Hindenburg einen Gegner Hitlers, gestützt auf die Reichswehr. Und das ist ein großer Trugschluss gewesen. Kurz darauf wird der konservative Staatspräsident die Republik dem Mann ausliefern, den er eigentlich verhindern sollte: Hitler. Mit inszenierten Bildern feiern die Nationalsozialisten die Legende ihrer Machtergreifung 1933. Doch ihr Vormarsch war keineswegs unaufhaltsam. Anfang des Jahres scheint der braune Spuk sogar fast verflogen. In seiner Neujahrsausgabe schreibt das Satireblatt Simplicissimus: Eins nur lässt sich sicher sagen, Hitlern geht es an den Kragen. Dieses Führers Zeit ist um. Hitlers Partei hatte Stimmen verloren, die Wirtschaftslage hatte sich verbessert. Und Hitler und seine Partei lebten ja eigentlich davon, dass es in Deutschland schlecht zuging. Kapitulieren werden wir nicht! Trotz Wählerschwund, Hitler gibt nicht auf. Wie kein anderer Demagoge versteht er es, die Massen anzulocken. Konservativen gilt er als Trumpf gegen die Kommunisten.
So scheint der Außenseiter nützlich im Intrigenspiel um die Macht, maßgeblich betrieben von Franz von Papen, dem deutschnationalen Ex-Kanzler. Im Bund mit Hitler erhofft er sich die politische Rückkehr. Man hat ihn wohl nicht ernst genug genommen. Man hat eher über ihn gespöttelt, als dass man geglaubt hat, dass er eine solche Macht gewinnen würde. Am Ende lässt sich auch Reichspräsident von Hindenburg auf Hitler ein. Mit dessen Hilfe will er die politische Blockade lösen. Nach außen deutet noch am Morgen des 30. Januar 1933 nichts darauf hin, dass der radikale Feind der Republik an diesem Tag vom Staatsoberhaupt zum Regierungschef ernannt wird. Außer Hitler entstammen nur zwei Minister der NS-Partei. Schlüsselposten übernehmen konservative Politiker. Es gab also viele Leute, die glaubten, damit habe man Hitler eingebunden und unschädlich gemacht. Der Triumphzug am Abend deutet an, dass sich hier mehr vollzogen hat als eine Kabinettsumbildung. Wir alle hatten gespürt, hier ist eine Wende. Aber niemand hat ahnen können, dass es der Schicksalstag des ganzen Jahrhunderts sein würde. Nur kurz darauf lässt Hitler sich von der Parlamentsmehrheit im sogenannten Ermächtigungsgesetz die Alleinherrschaft übertragen. Mit Versprechungen und Drohungen. Am 30. Januar sind in Deutschland die Würfel gefallen. Und ich glaube nicht, dass die Gegner, die damals noch gelacht haben, heute auch noch lachen. Beinahe ungehindert lässt der Diktator seine Gegner nun drangsalieren. Es ist der Beginn einer Terrorherrschaft. In der Nacht zum 28. Februar 1933 brennt der Reichstag in Berlin. Ein kommunistischer Arbeiter will mit dem Brandanschlag ein Zeichen setzen gegen die Machtergreifung Hitlers. Für den neuen Reichskanzler ist die Brandstiftung ein willkommener Anlass, seine Gegner noch unerbittlicher zu verfolgen. Im ganzen Reich machen jetzt Greifkommandos der SA Jagd auf Kommunisten, Sozialdemokraten und andere angebliche Staatsfeinde. In Kasernen, Fabriken und Kellern errichten die Parteimilizen sogenannte wilde KZs. Die Verhörmethoden sind grausam. Wenn der Vernehmende beispielsweise gesagt hat, das glauben wir Ihnen nicht, dann stand hinter einem SA-Mann und hat mit dem Kümpel zugeschlagen. Allein in Berlin entstehen über 100 solcher Gefängnisse mit Tausenden von Häftlingen. Es kommt zu Erschießungen, Terror, der von der Staatsgewalt ausgeht. 5. März 1933. Die ersten Wahlen nach Hitlers Machtübernahme finden in einem Klima der Einschüchterung statt. SA und SS patrouillieren in den Straßen und drängen Menschen in die Wahllokale. Einige Abgeordnete der Linken sind verhaftet. Doch die NSDAP erreicht nur knapp die absolute Mehrheit. Kommunisten und Sozialdemokraten erhalten noch über 30% der Stimmen, trotz Terror. Der neue Reichstag wird am 21. März 1933 einberufen, am Tag von Potsdam. Hitler will Einigkeit mit dem populären Reichspräsidenten Hindenburg zur Schau stellen und sucht den Schulterschluss mit den Konservativen. Eine unterwürfige Geste mit Kalkül. Der Hitler verneigt sich mit scheinheiliger Demutsgeste vor dem Hindenburg. Das ist ganz dicker Sand in die Augen der gutgläubigen Bevölkerung. Denn in Wahrheit will Hitler allein regieren, mit nur einer Partei, seiner NSDAP. Der NS-Führer legt den Abgeordneten ein Ermächtigungsgesetz vor. Eine Verordnung, die Hitler faktisch die Staatsgewalt überträgt, mit dem Schein der Legalität. Seine Kritiker schüchtert er ein. Sie sind wehleidig, meine Herren, wenn Sie jetzt schon von Verfolgung sprechen. 23. März 1933. Die Mehrheit der Abgeordneten stimmt der eigenen Entmachtung zu.
Bauerntag 1934. Die Gewerkschaften sind zerschlagen. Andere Verbände werden von den Nationalsozialisten vereinnahmt. Auch für die Jugend gilt Gleichschritt statt Vielfalt, Ordnung statt Freiheit. Nicht der Einzelne zählt, sondern die Volksgemeinschaft. Nicht der eigene Wille, sondern der ihres Führers. Das war wie die Soldaten. Wir wurden regelrecht vereidigt. Und obwohl wir alle 14 waren, wir haben geschworen, unser Leben für Führer, Volk und Vaterland zu geben. Rituale sollen den Einzelnen gefügig machen. Diese Gleichschaltung, diese Enteignung des deutschen Jungens, die Zerstörung seines Individuums. Und das hat er erreicht. Die Partei dringt in alle Bereiche des Lebens. Vielfältige Kultur wird verdrängt vom Kult unter dem Hakenkreuz. Nach Hitlers Machtübernahme 1933 werden Juden im Deutschen Reich diskriminiert und ausgegrenzt. Hemmungslos wie nie zuvor. Kurz nach der sogenannten Machtergreifung komme ich auf die Straße. Vier meiner Freunde, drei sitzen in einem Blockwagen, der eine wird gezogen von Heinemann, meinem besten Freund. Und ich sehe schon, dass in deren Gesichtern etwas ist, was gestern da noch nicht drin war. Und dann sagt Heinemann, Ralle, ich wurde Ralle genannt, das war mein Kosename, Ralle, mit dir spielen wir nicht mehr, du bist Jude. An deutschen Schulen gehört Antisemitismus jetzt zum Lehrstoff. Und der Jude wurde uns grundsätzlich nur als hässlicher, widerlicher Untermensch dargestellt. Seit dem gezielten Boykott im April 1933 werden jüdische Geschäftsleute systematisch aus dem Wirtschaftsleben gedrängt. All die Juden, denen die Existenzen unmöglich gemacht wurden, die wanderten ja dann erstmal aus unter Zurücklassung ihres gesamten Besitzes. Erst etwas weniger, die konnten noch etwas mehr mitnehmen, aber so als es zum Kriege zuging, mussten sie alles zurücklassen. Aus Nachbarn und Landsleuten werden Vertriebene. Ein großer Teil der geistigen Elite Deutschlands wandert aus. Unter ihnen auch viele Juden, wie der Schauspieler Fritz Kortner, der Sänger Richard Tauber oder der Physiker Albert Einstein. Der früher oft gegen uns vorgebrachte Einwand, es gäbe keine Möglichkeit, die Juden aus dem Kunst- und Kulturleben zu beseitigen, weil deren zu viele seien und wir die leeren Plätze nicht neu besetzen könnten, ist glänzend widerlegt worden. Auf die gesellschaftliche Diskriminierung folgt die juristische Ausgrenzung. Mit den sogenannten Nürnberger Gesetzen vom September 1935 beginnt die systematische Entrechtung der Juden im Zeichen des NS-Rassenwahns. Die Nürnberger Gesetze kamen, die den Sinn hatten, jüdische Menschen aus der deutschen Gesellschaft auszugliedern. Und das hat sich auch auf uns Kinder ausgedehnt. Das heißt, wir durften dann in der Schule nicht mehr mit unseren Klassenkameradinnen schwimmen gehen und überhaupt nicht mit ihnen spielen. Im November 1938 brennen nicht nur Synagogen. Hunderte Mitbürger werden auf offener Straße ermordet, Tausende misshandelt, Frauen vergewaltigt. War das ein bürgerlicher Rechtsstaat? Nein. Ich sage, jeder, der seine humane Orientierung behalten hat, konnte von vornherein erkennen, dass dies ein verbrecherisches Regime war. Der zwangsverordnete sogenannte Judenstern ist äußeres Zeichen der Verbannung. Ich sehe meine Mutter noch da sitzen und die gelben Sterne annähen. Darauf habe ich protestierenderweise, wie ich so war, auch schon als junger Bursche, ganz laut gesagt, den ziehe ich nicht an. Und mir mein Vater drauf gesagt hat, trage ihn mit Stolz. Die systematische Entrechtung und Enteignung der jüdischen Mitbürger erweisen sich lediglich als erste Schritte auf dem Weg zu ihrer industriell organisierten Vernichtung.
Hitlers Reich in den 30er Jahren. Die Propaganda des NS-Regimes beschwört die deutsche Volksgemeinschaft und entscheidet, wer dazugehört, von Kindesbeinen an. Doch wer ausgegrenzt wird, wie die Juden, wird verachtet, entrechtet, verfolgt. Es beginnt mit dem Boykott jüdischer Geschäfte und mündet in offener Gewalt. Das, was vorher doch von Staats wegen verpönt war, war auf einmal erlaubt. Es durfte alles gemacht werden, wir waren freiwillig geworden und man durfte mit uns anfangen, was man wollte. Am 7. November 1938 erschießt ein polnischer Jude einen deutschen Diplomaten in Paris, weil seiner Familie die Deportation droht. Ein willkommener Vorwand für die Nazis. Die NS-Führung gibt das Signal zum Losschlagen, mit Befehlen an die Gefolgschaft der Partei. Synagogen und jüdische Geschäfte sollen brennen. Die Nacht des 9. November wird zur Pogromnacht. Die Nazis setzen in Hunderten von Orten Synagogen in Brand. Symbole und Zeugnisse jüdischer Kultur werden zerstört. Und auf einmal klirrte das und die Schaufensterscheiben gingen zu Bruch. Kommandos von SA und SS machen Jagd auf Juden. Und dann hörte ich auch schreien und dann sah ich nach oben und da wurden Menschen aus dem Fenster gestoßen. Die Polizei hat den Befehl, nicht einzuschreiten. Viele Deutsche werden zu Schaulustigen der Gewalttaten. Da müssen 500, 600 Leute, Deutsche, die geschrien haben und haben gesungen und haben, da war eine Dame, ich konnte kein Gesicht sehen, die haben sie mit am Haar die Straße runtergezogen. Die meisten schauen lieber weg. Wenige helfen. Im Geheimen. Diese Angst war so groß, dass man oft keinen Mut gehabt hat, den jüdischen Mitbürgern zu helfen. Es wurde viel geholfen, viel mehr als man denken kann, aber alles insgeheim. Über 1400 Synagogen werden in jener Nacht zerstört. Das war der Wendepunkt. Da kapierten die deutschen Juden, in Deutschland kann man nicht mehr in Frieden leben als Jude. Das wurde durch diese Pogromnacht klar. Über 400 Juden wurden erschlagen, erschossen oder in den Selbstmord getrieben. Die Pogromnacht wird zum Fanal für das drohende Schicksal der Juden in Deutschland.